ausfüllt und wir das nächste Spiel hinkriegen. Und wenn man sich mal so Serien anguckt, dann kann man das auch teilweise sehen, ne? Dass da irgendwie fehlt da was und irgendwie werden die immer schlechter. Ich bin überzeugt davon, dass wir heute geilere Spiele hätten, wenn Spiele in besseren Bedingungen geschaffen werden. Du kannst eben nicht, wie beim Film, dein Team auflösen, wieder zusammencasten beim nächsten Projekt, weil du sie brauchst, weil du sie trainieren musst, weil du ein Gemeinschaftsgefühl hinbekommen musst.